Leute, und willkommen zurück zu Village Total War Part 1 nach der letzten Schlacht sozusagen. Nach einer Schlacht, die hier vielleicht auch einiges für die nächste Zeit ändern kann. Ja, das ist noch nicht ganz sicher, aber so wie ich hier gerade die ganzen Feindarmeen sehe, wird es wohl doch ja, ziemlich schwerwiegende Folgen haben, das Ganze. Und wir müssen uns jetzt mal anschauen, wie wir jetzt, was wir hier aus der Situation jetzt machen. Bin echt mal ganz gespannt. Abgesehen davon übrigens kommt auch bald mal wieder, also entweder es kam gestern oder es kommt morgen, wahrscheinlich kam es gestern noch Total War Liga. Ja. Warhammer müssen wir mal wieder aufnehmen, da muss ich mal mit Heiko reden, wie es aussieht. Und ja, genau. Also das sind auch so die wichtigen Sachen. Und es kommt wieder Ziff, Dienstag, Freitag und Samstag, nee, doch, Samstag. Samstag, Sonntag? Sonntag, glaub, Sonntag. Genau. Sonntag. So, Dienstag, Freitag, Sonntag, Ziff, wieder. Haben es endlich mal wieder geschafft. So, und wir müssen uns jetzt überlegen, was wir jetzt hier machen. Ich würde sagen, wir drücken auf jeden Fall mal M. Und dann schauen wir mal weiter. Also das Problem ist, wir haben jetzt hier unten wieder richtig, richtig viele Armeen gegen uns, um die wir uns irgendwie kümmern müssen. In 5 Runden kapitulieren die hier. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wir dann da Truppen reinschicken müssen wie die Sau, sondern mal so 1, 2 Einheiten reichen eigentlich. Einfach nur, dass die uns gehören. Und solange sie uns halt nicht belagern, ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Gell? Ansonsten ist natürlich die Frage, was wir hier machen, um hier gegen die weiteren Armeen vorgehen zu können, die dann immer wieder hier nachgespammt werden. Das ist gerade ein echter wichtiger Punkt. Und es ist ein Punkt, in dem wir wahnsinnig verletzlich sind. So verletzlich waren wir noch nie. Da waren die anderen Punkte, die wir bisher hatten hier, ein schlechter Witz gegen. Ja? Aber der jetzt oder die jetzige Situation mittlerweile, die ist wirklich, 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 wirklich sehr prekär. Das muss man einfach mal so sagen. Also so eine Scheißsituation hatten wir auf gut Deutsch noch nie. Also das hätte ich gar nicht erwartet. Ich habe gedacht, wir gehen hier jetzt noch durch wie Butter. Wie ein Messer durchs Butter, wie ein Messer durch die Butter, so rum, ja, habe ich gedacht, dass wir jetzt hier noch schnell durchkommen, aber es scheint doch nicht der Fall zu sein. Also hier ist gerade richtig stressig. Wichtig wäre halt eben, dass hier keine Verstärkung mehr über den Anduin kommt, also über den Fluss hier, über den Anduin. Das wäre halt wichtig, abgesehen davon, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, Dixe hat ja mal das, die Sache geschrieben mit diesem, mit dieser Anduin, Transportmöglichkeit hier, das weiß ich jetzt nicht, das sieht man dann mal. Aber trotzdem wäre es echt wichtig, wenn wir hier mal vorankommen würden und halt wenigstens mal Westeros Gilead und Minas Tirith erobern würden. Das wären schon ganz wichtige Punkte, vor allem was dann natürlich die Ausbildungschancen in Minas Tirith angeht, wobei das natürlich eine Weile brauchen wird. Gute Sache ist, wir haben hier zwar Olokai und hier Bergtrolle, allerdings keine vollen Einheiten. Wir haben hier auch noch 2 Nazguls mit einer Trolle und ja, was kommt hier so? Moment. Aber insgesamt sind die Truppen, die jetzt hier gerade stehen, oder die Armeen, machbar, würde ich sagen. Auf jeden Fall machbar für uns. Mit auch relativ vernünftigen Verlusten, würde ich mal behaupten. Aber das sieht man dann mal noch. Vor allem haben wir jetzt halt hier auch keine Ballisten mehr drin, gell? Als erstes würde ich jetzt mal sagen, okay, wir haben jetzt die ganzen Truppen, das passt auf jeden Fall mal. Dann schauen wir gerade mal, was nehmen wir denn da jetzt noch mit rein. Ich würde sagen, auf jeden Fall die Kaff. Und Eladan könnte auch nicht schaden unbedingt. Und dann nehme ich jetzt aus dieser Armee hier die beiden Katapulteinheiten raus und tausche die. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Bogenschützeneinheiten drin. Ja, dann tausche ich die mal mit den beiden hier. Den 2 Infanterieeinheiten. Dann müssen wir mal noch schauen, was können wir denn hier noch voll bekommen. Das machen wir einfach mal schön so. Die Bogenschützen zum Beispiel. Frage, ob wir das wollen. Dann nehmen wir die Speerträger mal noch mit rein. So, und den Rest, den schicken wir jetzt einfach mal irgendwie hier hin, so. Keine Ahnung. Ach so, fällt mir ein, wir haben ja jetzt hier auch noch die Truppen. Moment, dann, Kollege, geh mal du da nochmal, oder, ja, Ella, dann geh du da mal nochmal raus.
Aber wir können auch noch eine weitere Einheit aufnehmen. Ja, aber jetzt würde ich mal sagen, nehmen wir mal eine Einheit K4 mal mit. Mit Eladan. Und die ganzen Gruppen hier. Und nehmen eine von diesen. Ne, wir haben jetzt drei Plätze frei. Nehmen die hier. Ah ne, Bogenschützen würde ich eigentlich mal auch noch eine drin lassen. So, nehmen die dann mal da raus. Und stellen uns mal hier so hin. Und gucken dann mal, was jetzt passiert. Ich bin echt gespannt. Hoffentlich nichts wirklich Tragisches. Das wäre echt bitter. So, neue Katapulteinheiten kommen jetzt hier auch schon. Das ist super. Zwei Einheiten Katapulte wieder. Das brauchen wir jetzt auch. Und Kaff und so kommen auch neue Einheiten. Hier gucken wir schon, was wir rekrutieren. Hier oben geht leider nichts. Hier auch nicht wirklich. Hier auch nicht. Hier bauen wir gerade ja noch aus. Das ist wichtig und gut so. Hier rekrutieren wir die hier gerade noch. Bruchtal. Ja, geht jetzt auch nicht unbedingt was. Hier geht auch nichts. Okay, dann waren das eigentlich schon unsere wichtigen Rekrutierungszentren, würde ich sagen. Mehr brauchen wir jetzt auch nicht machen. Die kommen ja hier nirgends drüber, gell? Nee, gut. Okay. Ja, würde ich fast sagen, trauen wir uns mal nochmal eine Runde zu beenden und schauen mal, was dann jetzt passiert. Ich hoffe, dass sie nicht angreifen so schnell. Ich würde eigentlich gerne in der nächsten Runde mit einer Armee hier runter und Vestos Gilead mal belagern. Das wäre vielleicht gar nicht so ungeschickt. Vielleicht mit der von Eladan oder so. Und dann mal abwarten, was wir sonst machen. Wobei es ist halt echt das Problem mit der Armee hier oben auch noch dazu. Dass die ja da auch noch rumstehen, gell? Das ist halt nicht cool, weil dann kommt halt eine Armee und greift uns da oben noch an. Also eigentlich müssen wir hier erst die Armeen wegräumen nacheinander. Wäre vielleicht auch möglich. Vor allem gibt es hier durchaus Möglichkeiten, dass wir Minas Tirith innerhalb von einer Runde erobern, indem wir halt irgendwie die zum Ausfall bekommen. Aber das beenden wir einfach mal eine Runde. Mir schwant eh schon Übles. Ja. Das ist nicht cool. Oh nö, das muss doch nett sein. Das nervt mich am meisten, wenn dann die KI irgendwo in unser Hinterland rennt und meint, da irgendwas angreifen zu müssen. Das ist doch scheiße. Ja, jetzt greift er den hier an. Müssen wir uns da auch zurückziehen. Brauchen halt irgendwelche Truppen, die jetzt da kurz zurückgehen und die Armee da platt machen. Ja, wenigstens greifen sie Druid dann selber nicht an und da kommen neue Armeen und wir werden umzingelt. Super. Das wird jetzt recht spannend hier, sage ich euch. Oh Mann. Südmittelland können wir immer noch nicht das Ding ausbauen. Südmittelland haben wir jetzt die Lichterhalle fertig. Ja, gut, dann brauchen wir jetzt hier auch nichts mehr. Kaltöden brauchen wir auch nichts mehr. Ist schon mal ist eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir jetzt hier nicht unbedingt noch mehr ausbauen oder mehr machen müssen. Ich würde sagen, die 1504 können wir uns eigentlich auch mal andersweitig für irgendwas anderes brauchen. Ja, erstmal abwarten. Brauchen ja eh noch ein bisschen, bis die Kultur hier gut ist. Machen wir das erstmal nicht. Wo haben wir die rekrutiert? Den Do-Not. So, dann schicken wir die mal gleich darüber. Hier bilden wir die fort. Sagen, das können wir auch erstmal so machen, genau. Super, okay. Jetzt müssen wir uns halt eben mal anschauen, wie die Lage jetzt hier drüben aussieht. Also den können wir können die Armeen auf jeden Fall einzeln angreifen. Das ist das Schöne, das ist die gute Nachricht. Schlechte Nachricht ist, wir müssen halt mit einer Armee bis darüber. Das heißt, wir sind dann halt für eine Runde hier auch ziemlich entblößt, gell? Was vor allem die Armee und die Armee hier angeht. Das müssen wir uns mal anschauen. Jetzt müssen wir erstmal hier die Schlachten schlagen. Ja, das ist jetzt erstmal Aufgabe Nummer 1. Welchen fangen wir an? Eigentlich ist es ziemlich wurscht. Wir fangen mit Lukhorn an. Der hat eine Einheit Ballisten dabei. Ansonsten sollte es eigentlich ganz gut gehen. Natürlich er selber als General auch noch dabei. Aber es sollte eigentlich passen. Oh Mann. Gut,
Okay, lass uns nicht unterkriegen. Ich bin gerade leicht deprimiert, um ehrlich zu sein. Ich habe gedacht, man kommt hier noch ordentlich einfach durch. Aber das scheint anscheinend ein Trugschluss gewesen zu sein. Was natürlich jetzt ein bisschen schade ist, weil mir macht das Projekt nach wie vor Spaß. Aber wenn dann so ein schwerwiegendes Problem hier auftritt, wie jetzt gerade, ist das auch immer ein bisschen demotivierend. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das muss man halt auch sagen, wäre ich halt irgendwann auch gerne mal durchgekommen mit Let's Play, gell? Würde ich echt mal gerne fertig werden, so hoffentlich verständlich. Machen wir die kurz zu 2 und die zu 3, sonst nervt mich das, weil ich mich die ganze Zeit verklicken werde. So. Und dann nehmen wir, würde ich sagen, die 2 Einheiten darüber, die 2 Einheiten hierüber und starten rein ins Gefecht. Ja, hier dürfen es jetzt leider halt, oder was heißt leider, hier dürfen es halt jetzt echt nicht so viele Verluste werden, sonst wird es uncool. Wir müssen auf jeden Fall in dieser Runde, ja, mit einer Armee noch zurücklaufen nach Druedan. Die Orkschlächter sollten wir doch eigentlich ganz gut besiegt bekommen. Die sterben ordentlich schnell weg. Super, schon 8% vernichtet. Ist eine gute Zahl schon. Bleibt einfach stehen, wo ihr seid. Ich verstehe euch manchmal echt nicht. So, die haben jetzt schon hier 120 Mann weggeschossen, glaube ich. Gut. Uiuiui. Da hinten gab es aber gerade Verluste, ja. So. Auch vielleicht mal hier in die Urukelle Bardenträger reinschießen, wenn es geht. Das wäre eigentlich auch ganz cool, wenn wir hier schon einige von erledigen. Die Bogenschützen und diese komischen Wächter des Schwarzen Tors da hinten interessieren mich eigentlich nicht so wahnsinnig. Erstmal. Klar ist nervig, wenn wir da viele Verluste haben durch die, aber eigentlich sollte das jetzt nicht unbedingt passieren. Vor allem können wir uns mal um die Dings schon mal kümmern. Wie heißen sie? Um die Ballisten können wir uns eigentlich gleich kümmern, genau. So, und nehmen dann jetzt mal die Infanterie hier in eine vordere Reihe. Ah, die letzte Schlacht hat uns echt zugesetzt. Das war echt nicht cool so. Ja, jetzt sollen meine Katapulte bitte hier hinten lieber auf den Uruk-General schießen. Ist auch schon irgendwas anderes. Ui. Jetzt kommen die Schildkämpfer auch noch hier rüber. Zu unserer Kaff. Natürlich auch nicht so toll. Und die Ballisten haben wir wenigstens besiegt, bevor die Orksperrkrieger kommen. Jetzt müssen wir hier nämlich wegreiten. Ganz schnell. Ich habe gerade gedacht, die Dinger wären alle zerstört, aber waren sie gar nicht. So, und dann gleich mal hier hinten reinreiten. So, mit denen reiten wir hier durch und greifen hier erstmal an. Mal beiden vorbei. Auf der anderen Seite können wir auch da angreifen, das ist vielleicht noch sinnvoller. Erstmal hier müssen wir uns eh zurückziehen.
und weiter zurückziehen. Aber immerhin, hier können wir dafür sorgen, dass die Gegner aufgeben. So, jetzt aber Kaff einmal zurückkommen. Oh, warum haben meine Bogenschützen eigentlich noch den Plänkelmodus drin? Ganz vergessen, den hier rauszunehmen. So. Oh wow. Warum sind das mittlerweile nur noch so wenige? Ach, das waren auch vorhin nicht so wahnsinnig viele, glaub, oder? Naja. Ja, nicht da reinreiten, ihr sollt einfach nur dagegen kämpfen hier. Okay, die flüchten. Die Urukleiwache flüchtet mit ihrem General zusammen. Auch ist der General gecatcht worden. Und dann würde ich sagen, spulen wir hier mal ordentlich vor. So, und mit euch greifen wir da an. Sollten wir wenigstens dieses Mal eigentlich wenig Verluste haben, ja, 5%. Gut. Super. Beziehungsweise sogar nur 4%, 101 Mann. Ja, okay. Das ist ja mit den Truppen von vorhin auch noch zusammen mit der Verstärkung, aber ich finde, das sind 5% eigentlich schon ziemlich eklig. Ja, gut. Meine, so ist eben, gell? So, die sind auch besiegt. Und jetzt ist halt die Frage, wollen wir erstmal uns da drüben drum kümmern und darüber marschieren oder wie machen wir das? Ja. Das ist echt die Frage. Ich würde sagen, ist da theoretisch, können wir auch hier mal die Armee abziehen. Kurz hier mit der Armee da angreifen und dann wieder da zurück. Ja. Wäre auch möglich. Na, jetzt gehen wir doch erstmal schön hier. Wir können den eh nicht angreifen. Aber dann gehen wir hier schon mal rüber. Dann machen wir das hier mal schön so. Jetzt gehen wir hier nämlich hin. Und dann greifen wir den hier an, den Kollegen. In der Hoffnung, dass wir dann eben es schaffen, ja, hier wieder zurückzugehen und weiter zu belagern. Jetzt müssen wir zwar wieder 8 Runden belagern, aber es ist gar nicht so schlimm. Ich meine, die kommen hier ja trotzdem nicht drüber. Schön wäre, was halt echt schön wäre, wenn hier weniger Truppen drin wären. Wenn hier nur eine Einheit oder sowas drin wäre. Dann könnten wir jede Runde, dann könnten wir mit 5 Einheiten oder 6 so belagern und immer, wenn es dann Zeit wird, dass sie praktisch kapitulieren, wieder weggehen von der Stadt und nicht mehr belagern. Das wäre dann möglich, aber so natürlich nicht unbedingt. Naja, okay, greifen wir hier auch mal an. Lukzak sind wir weit überlegen. Ja, dann mal rein ins Vergnügen. Ich denke, besser, dass wir mit denen hier jetzt angreifen. Statt mit der Armee von Eladan, die ist mir nämlich momentan viel zu geschwächt dafür eigentlich. So, Positionierung starten. Ah ne, Plänkelmodus ja schon raus, gut. Und dann auch hier diese Truppen. Ja. Weiß gar nicht, jetzt habe ich gerade voll verschnarcht. Haben sie jetzt Katapulte oder Ballisten oder so dabei? Ich habe jetzt gar nicht nochmal nachgeguckt. Wie manche Einheiten einfach nie in diesen Plänkel-Modus gehen. Immer irgendwelche Truppen sind dabei, gell? Ist blöd. So. Und euch darüber und los geht's. Ah ja, sie haben eine Einheit Katapulte dabei. Dann habe ich mich ja doch schon recht gut aufgestellt, würde ich sagen. So, und jetzt rücken wir da mal ein bisschen vor. Und warten mal ab, wann schießen können oder ob sie überhaupt in Reichweite zum Schießen kommen werden. Sieht momentan nämlich nicht so aus.
meine, jetzt können wir momentan sogar schon schießen mit den Bogenschützen hier und die feindlichen Katapulte können noch nicht schießen. Auch ein seltener Luxus. Aber ich denke, noch ein bisschen weiter vorrücken können wir uns schon trauen. Das können wir nämlich mit fast. Ja, genau, wir können jetzt mit allen Einheiten schießen. Wie sie sich halt weiter zurückziehen. Ich verstehe das gar nicht. Greift halt an. Das ist mir eigentlich lieber als dieses ewige Rumgegurke hier. Ah ja, okay, sie kommen. So. Dann müssen wir nämlich mal unsere Infanterie jetzt hier schon vorschicken. Mit der Kaff schon mal darüber. Ja, unsere Infanterie kommt noch rechtzeitig hier hin, ist gut. Und hat erstmal volle Kanne in seine eigenen Truppen reingeschossen. Super. Ach ja, schön. Sowas auch mal zu sehen. So, dann würde ich sagen, auf was schießen wir denn jetzt? Auf die Ork-Bleiwache da hinten. So, hier greife ich gerade die feindlichen Ork-Speer an. Hier sind wir schon bereit mit unseren Noritirnos. Schon die Hälfte verloren. Wow. Krass. So, die flüchten, das ist super. So, die flüchten auch. Dann haben wir die, oder? Ja, doch, tun sie. Jetzt ziehen wir uns hier mal kurz zurück. Einmal hier durch, bitte. Dann greifen wir hier mal an. Mit der Kaff, was sind das hier? Ork-Plünderer. Damit können wir auch hier gerne mal angreifen. Das sollte eigentlich gut hinhauen. So, und einmal da angreifen und da angreifen und den feindlichen General erledigen. So, ja, der flüchtet schon. Ah ne, den haben wir doch schon gerade getötet, gell? Umso besser. Achso, das sind dieselben Einheiten da hinten. Gut, okay, jetzt haben wir die Armee schon auch besiegt. Super. Greift mal bitte da noch an und hier und dann schalten wir mal auf 6. Gut, es lief dann schon besser als erwartet, muss ich sagen. 4%, ja, okay, gut. Sollten aber trotzdem nicht. Sollten eigentlich gar nicht so viele Männer insgesamt dann, also in Zahlen ausgedrückt, sein, eigentlich, soweit ich das weiß. Hier flüchtet immer noch einer, den sie gerade nicht erwischt haben, jetzt schon. Gut. Gut, 49 Mann, ja, meinetwegen, schon in Ordnung, 3%. Vorhin wurden nämlich die anderen auch noch dazu gezählt. So. Also, hinrichten, yo. Super, toll, das freut mich. Immerhin irgendwas hinbekommen mal noch. Jetzt müssen wir leider mit dieser Armee, obwohl die gerade so gut sind, hier wieder weiter angreifen. Also hier machen sie hundertprozentig einen Ausfall. Deswegen können wir uns das einfach nicht leisten. Aber was wir. Ja, ich würde sagen, das passt jetzt erstmal. Oder machen wir noch eine Runde kurz. Eine Runde beenden wir mal noch kurz. Aber jetzt machen wir kurz einen Quick Save. Gut, wunderbar. Und dann beenden wir mal noch eine Runde und gucken mal, was passiert. Rohan mit ihren ganzen Scheißarmeen, ey, wenn die uns helfen könnten, da drüben wenigstens ein bisschen oder Gondor helfen könnten. Das wäre so schön. So ein toller Khan da unten wäre mal wieder gut, der sich eine Weile zieht. Dann könnten die Truppen da wenigstens kommen. Ui, nicht schön. Warum steht da wieder eine weitere Mordor-Armee? Was haben die denn hier mit Druidan? Warum kommen denn da immer mehr?
Okay, aber sie greifen nicht weiter an. Das ist sehr wichtig, was da gerade passiert ist. Also sie haben uns weder drüben bei Ker Andros angegriffen, noch hier, obwohl sie das hätten wahrscheinlich sogar können. Aber ist eigentlich egal. Die wird leider immer noch nichts. Ist interessant. Jetzt schauen wir uns hier mal kurz noch die Sache durch. Straße fertig gebaut. Gut, noch war Werkstatt des Bildhauers. Halle der Vorväter. Ach, ich weiß auch nicht. Soll ich die wirklich noch bauen, die Halle der Vorväter? Irgendwie lasse ich das jetzt erstmal, weil das kostet einfach 10.000. Wir kriegen nur 17.000 in der Runde. Da ist das ganze Einkommen eine Runde weg und wir brauchen eigentlich die Truppen, gell? Deswegen machen wir das mal nicht. Dann können wir nämlich mal wirklich in einer Runde richtig viele Truppen rekrutieren eigentlich. Das wäre echt schön. Ja, so, aber das ist jetzt gar nicht so schlecht eigentlich, die Situation hier gerade. Weil es halt eben mit den Armeen hier drüben noch wären, wäre es umso besser. Auf der anderen Seite überlege ich echt, ob ich ein bisschen das Risiko eingehen soll und vielleicht mit dieser Armee hier unten mal West-Osgiliath belagern soll. Ich denke, gegen die würden wir es im Zweifel schon schaffen, vielleicht mit vielen Verlusten, aber wir würden es schaffen. Wobei, nee, hier unten stehen zwei Fullstacks, vergesst alles, was ich gesagt habe. Aber wir können auf jeden Fall in der nächsten Im nächsten Part hier diese beiden Armeen besiegen. Die wären auch ganz wichtig, wenn wir die besiegen. Oh, zwei Nazgûl. Das wäre auch ganz wichtig, weil dann haben wir hier auch gleich wieder Verstärkungen. Also falls wir hier ein paar Truppen verlieren gegen die, können wir hier auch gleich wieder verstärken. Und dann können wir die Truppen nämlich, dann können wir auf dem Weg darüber noch die Armee besiegen. Das können wir vielleicht auch mit Ellan dann machen, je nachdem. Und dann können wir nämlich, wenn wir hier mit den Truppen drüben sind, das wird dann wahrscheinlich eine Runde brauchen, dann müssen wir halt schauen, was passiert, ob hier halt der Hexenkönig schon wieder kommt oder ob hier unten halt ein paar Truppen kommen, wie auch immer. Das sieht man dann. Aber es ist jetzt erstmal prinzipiell nicht so wild, also oder so schlecht, dass er hier jetzt gesagt hat, okay, wenn ich schon hier mit einer Armee bin, dann schicke ich halt noch eine andere dazu, gell? Naja, aber das sehen wir dann mal im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Part, also morgen. Morgen dann übrigens am Samstag ist das, genau, auch noch Edain Mod. Mal wieder ein Video von Schlacht um Mittelerde. Genau, also wunderbar. Vielleicht auch, wie gesagt, Total War Liga und so, das weiß ich immer nicht ganz genau im Voraus unbedingt. Heute ist ja erst Mittwoch gerade, deswegen genau. Also dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Leute.